Und wir spielen heute, starten heute eine frische Kampagne mit Ungarn. Der Grund, warum wir Ungarn wählen, ist ein Steam-Achievement, das ich gerne erreichen würde, mit dem Namen Take That von Habsburg. Und deswegen wird auch die Reihe so heißen: Take That von Habsburgs. Alright, ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ich hatte schon mal angefangen, dieses Achievement zu spielen, 30 Jahre im Game. Allerdings ist leider der Iron Man Mode nicht mehr aktiv gewesen, das Save Game ist kaputt. Deswegen starten wir das jetzt neu. Shit happens. So. Beim letzten Mal waren wir schon relativ erfolgreich, mit so einigen Dingen. Wir haben die Revolution in Ungarn überlebt. Wir haben Österreich schon die eine oder andere Provinz abgenommen. Die Walachei vasalisiert. Bosnien war unser Alliierter. Genauso wie Brandenburg und Frankreich. Wir werden jetzt auch diesmal wieder versuchen, Frankreich als besten Kumpel zu bekommen. Was im Moment allerdings nicht so leicht ist, wie es aussieht. Die mögen uns nicht. Österreich mag uns, aber mit Österreich wollen wir wirklich keine Allianz. Mit Brandenburg vielleicht. Und dann entweder wieder mit Bosnien, wie es aussieht mit Bosnien. Aber zunächst gilt es ja sowieso erstmal, die ganzen Wirren der Revolution in Ungarn zu überleben. Denn in den ersten Jahren gibt es eine Entscheidung, die man treffen muss. Entweder in eine Personalunion mit Österreich, unter Österreich zu geraten oder ein Herrscher mit ganz wenig Legitimität und einem direkten Revolution sozusagen. Da kann man sich eben entscheiden, also was man machen möchte. Und da man natürlich nicht in eine Personalunion unter Österreich geraten möchte, entscheiden wir uns dann, wenn es soweit ist, für die Revolution. So, Polen hat uns rivalisiert, Litauen, der Deutsche Orden und Böhmen. Bei Böhmen sind wir direkt dabei, denn wir wollen quasi Brandenburg als Verbündeten, denke ich. Polen, Deutscher Orden und Litauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was haben wir denn hier noch für Aufträge? Papal Relations, Conquer Moravia. Von Böhmen, ja, das wäre vielleicht, also es ist jetzt wahrscheinlich, weil wir gerade Böhmen rivalisiert haben. Wen könnten wir denn als Verbündeten uns holen? Bosnien wäre okay, Brandenburg wäre okay. Es sind zwar nur zwei kleine, aber ist alles besser als nichts. Venedig mag uns zwar, allerdings auch nur so ein bisschen. Also wir werden definitiv versuchen, eine Allianz mit Frankreich zu bekommen. Sie sehen es aber als Competing Great Power an. Merkwürdigerweise. Türken wollen unsere Provinzen. Das überrascht ja nicht. Ich würde sagen, Bosnien, wir warten mal mit Bosnien ab, bis Bosnien und Serbien im Krieg miteinander sind, was eigentlich immer passiert. Wir holen uns mal Brandenburg als Verbündeten. Und die haben den Deutschen Orden als Feind. Wen hat denn Frankreich als Feind schon? England, Burgund und Provence. Können wir Burgund oder Provence auswählen hier? Nein, leider nicht. Und wen noch? Aragon? Ah. Okay, Frankreich rivalisiert Aragon. Dann machen wir das doch auch. Wir nehmen Aragon als Feind und kriegen damit den Beziehungsbonus zu Frankreich. Und als drittes entweder Polen oder Litauen, maybe. Bei Litauen haben wir dann die Möglichkeit, uns noch ein bisschen Zeit zu lassen. Oder wir nehmen sofort Österreich als Rivalen. Aber da sollten wir mal mit den Briten jetzt noch ein bisschen abwarten, denn wir wissen nicht, ob sich nicht vielleicht sogar Frankreich mit Österreich verbündet. Es kann passieren. Wäre natürlich nicht so gut für uns. Land Force Limits oder National Manpower. Ich würde sagen, wir gehen auf National Manpower. Dann hier leider gar nichts, haben wir nur einen Zweier Advisor. Und hier. Ja, nehmen wir den. Ist okay. So.
noch mal kurz zum Königreich Ungarn. Das ist echt crappy. Also gerade am Anfang 000 Interregnum. Wir haben keinen Nachfolger und deswegen wird hier auch irgendwann das aufpoppen, dass wir die Entscheidung haben, ob wir unter die österreichische Dynastie sozusagen kriechen wollen, unter den Schutz Österreichs. Wollen wir natürlich nicht. Whoops. Way too many chairs. Yeah, hello. Welcome. Did you follow my channel? Are you German or English? Because I stream in German here. Okay, wir können leider keinen Krieg erklären, da wir halt nur ein Interregnum haben. Aber wir könnten vielleicht die päpstlichen Beziehungen verbessern. Seit Common Sense ist es ein bisschen neu, also wir können ja noch mal eben gerade gucken, was das bringt. Es bringt das, was es früher, glaube ich, auch schon brachte, yearly Papal Influence. Aber nee, Mist. Okay, forget it. Irgendwie schien es so, als wäre es beim letzten Mal was anders gewesen. Okay, Österreich ist bisher nicht mit Frankreich verbündet. Frankreich ist bisher nur mit Savoie verbündet. Und wir müssen einfach nur noch ein bisschen daran arbeiten, dass wir in die Nähe einer möglichen Allianz kommen. Brandenburg ist nur mit uns verbündet. Ja, wir müssen wohl noch ein bisschen abwarten. Für die YouTuber, nicht wundern, ich streame gleichzeitig dieses Spiel immer auch noch auf Twitch. Also, wenn ich das ein oder andere Mal eingehe hier auf irgendwelche Zuschauer, wundert euch nicht. So, Royal Marriage with Brandenburg. Die immer noch nicht mit Polen verbündet sind. Das ist nämlich mein größter Knackpunkt hier sozusagen, wenn wir Polen rivalisieren, und das machen wir jetzt auch mal. Einfach so. Müssen wir uns nur echt so schnell wie es geht irgendwie Frankreich als Verbündeten holen. Okay, wir können auch 6 Einheiten bauen und da wir schon 5 Kavallerie haben, bin ich dafür, 6 Infanteristen zu bauen. Da Frankreich unsere Militärstärke gerade nicht schätzt, sollten wir das in Erwägung ziehen und einfach machen. Hungarian Army Strength minus 3. Wenn wir also jetzt noch 6 Infanteristen haben, kommen wir dem Ganzen schon was näher. Ah, leider können wir immer noch keinen neuen Berater anheuern. Sollen wir uns jetzt mit Bosnien verbünden oder nicht? Ich glaube, die sind beide orthodox da unten, oder? Mal eben gucken. Nee, Bosnien ist katholisch, also wäre es halt. Ja, komm, wir verbinden uns mit Bosnien, sobald das hier geht. Warte mal, wir müssen. Nee, die beiden Diplomaten brauchen wir gerade. Supply Limit ist genau 25, was wir auch haben. Okay, Frankreich wäre dabei. Das heißt, wir holen mal eben den Diplomaten vom Papst zurück und bieten Frankreich unsere Freundschaft und Allianz an. Und dann schicken wir mal wieder den nächsten Diplomaten Richtung Papal State. So, die Schiffe hier, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Vielleicht verkaufen wir Venedig irgendwie mal ein paar Schiffe.
Okay, hier kommt schon die Decision. Und zwar entweder wir gehen, ne Moment, wir gehen mit dem Regenten Janosch Hunyadi mit einem Strong Claim. 455 ist ja super. Und 121, der bekommt, der wird neuer Nachfolger, der Ladislaus Postumus. Ist natürlich noch Haus Habsburg, aber das hier bringt Stabilität und das hier die schlechteren Beziehungen zu Österreich und den besseren Herrscher. Gehen wir also hier mit. Wir brauchen die Punkte und Interregnum bleibt, aber wir haben jetzt einen echt soliden Herrscher, 455. Und Ladislaus Postumus von Habsburg wird dann folgen auf den Thron. Was echt nice ist. So, Venedig. Ah, die wollen eine Allianz. Wollen wir das? Wir haben Brandenburg, wir haben Bosnien gleich vielleicht, Frankreich und ja, warum nicht Venedig? Okay, komm, machen wir das. Oder Savoie. Frankreich ist auch mit Savoie verbündet. Ja, warum nicht? Klar. Cool, starke Allianz. Also Frankreich, Savoie, Venedig, Ungarn und Brandenburg. Haben wir hier sozusagen so eine schöne Linie um das Heilige Römische Reich herum. Denn Venedig wird bald kein Mitglied mehr sein, wenn sie es überhaupt am Anfang sind. Ne, sind sie natürlich nicht. Wahnsinnig. Norditalien wird bald vermutlich, dazu gehört auch Savoie, in ein paar Jahren aus dem Heiligen Römischen Reich ausscheiden. Da gibt es eine neue Decision sozusagen für den Kaiser. Venedig gegen Albanien, ja, warum nicht? Klar. Können wir da hinlaufen? Nein, können wir nicht. Mal gucken, können wir jetzt vielleicht Venedig Schiffe verkaufen? Nope. Ah, nicht im Krieg. Okay. Leider nicht im Krieg. Dann mothballen wir die so lange. Und unser Auftrag war, ach hey, päpstliche Beziehungen. Leider sind wir mit einem Rivalen von ihnen verbündet. Ist die Frage, ob wir das gerade so kriegen, wir das dann doch noch hin. Ja, wir haben eine Seeschlacht gewonnen. Ha. Zusammen mit Venedig. Ist nicht so das Riesenproblem ist. Bei der Flotte. Türken haben Dulkadir den Krieg erklärt. Naja, keine große Sache für uns. Ich würde sagen, da wir sowieso die ganze Zeit Interregnum haben, machen wir das Army Funding mal niedriger. Und jetzt haben wir hier zu viele Einheiten auf einem Fleck stehen. Oh, und da haben wir gerade ein Schiff verloren. Oder zwei? Ah, sogar zwei. Naja, was soll's. Handel ist hier in Ungarn sowieso nichts Wichtiges. Also wir sammeln in Wien, weil unsere Hauptstadt auch in dem Trade Node hier ist. Und von Krakau und Ragusa leiten wir weiter. Alles okay. Grand 8. Klingt gut. Oh ja, haben wir eh gerade Geld zu viel. Okay, ich glaube, die Beziehungen zu Frankreich sind so fürs Erste erstmal gut genug. Und ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir nicht vielleicht gleich sogar Böhmen den Krieg erklären können. Zusammen mit Brandenburg. Ich weiß allerdings nicht, ob Brandenburg da Lust zu hat. Die wollen wahrscheinlich erstmal ihre Provinz vom Teutonic Order haben. Und Böhmen ist verbündet mit Sachsen und Schlesien haben sie als Vasallen.
Sobald der Auftrag hier erledigt ist, können wir vielleicht wieder den Auftrag Conquer Moravia annehmen. Was sicherlich auch eine gute Idee wäre. Als nächstes könnten wir uns eigentlich auch mal überlegen, hier schon mal einen Claim zu basteln. Vielleicht ist das das, was wir gerade machen können. Um sie anzugreifen und zu vasalisieren. Nur darum geht's. Okay. Schon entdeckt. Nach 3 Tagen. Keine guten offensiven Diplomaten haben wir. Für 63 Dukaten können wir den kicken und auf einen Einser hoffen. Aber ich weiß ja nicht. Nationalen Fokus machen wir bisher noch nicht. Da wir jetzt einen ziemlich guten Regenten haben, 889, das ist völlig cool. Kommen wir mit klar, würde ich sagen. Was passiert hier? Österreich ist mit den ganzen deutschen Staaten Aragon und Genua verbündet. Frankreich hat Österreich als Rivalen gesetzt. Das ist ja schön. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie mit mir zusammen gegen Österreich in den Krieg ziehen. Dann sollten wir eigentlich gleich auch schon mal anfangen, also hier diese Ecke zu erobern. Vielleicht einen Claim auf Wien fabrizieren. Schottland. Ah, England gegen Schottland, okay. The War of the Roses to come. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis England den War of the Roses kriegt. Ja, die Anfangsjahre mit Ungarn sind nicht so ultra spannend, aber es geht eigentlich darum, dass wir das Achievement endlich erreichen. Hier diese schönen österreichischen Kernprovinzen zu erobern. Also sprich alles bis Tirol. Ich denke mal nicht, dass Sundgau zum. Es ist ja auch schwäbisch. Muss man eben gerade gucken, was die Kultur sagt. Es könnte auch sein, dass das sozusagen eine Kulturgeschichte ist. Also alle österreichischen Kulturprovinzen, dann wäre Salzburg dabei, das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Was wir natürlich hier im Süden auch machen könnten, wäre Kroatien als Vasallen zu entlassen und dann hier Bosnien und Serbien uns zu schnappen. Sind wir jetzt mit euch verbündet oder nicht? Nee, sind wir nicht. Wir haben bisher 4 von 4. Ah ja, okay. Das heißt, wir haben Venedig, Brandenburg, Savoie und France. Ja gut, Bosnien brauchen wir ja auch nicht unbedingt. Können wir mal gucken, wie sich das hier unten entwickelt. Bosnien gegen Serbien. Wer da die Oberhand gewinnt. Wenn Serbien zum Beispiel den Krieg gegen Bosnien gewinnt, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie direkt alles annektieren, was dazu führt, dass wir dann Krieg gegen Serbien führen können und uns hier so ein, zwei Grenzprovinzen schnappen und Bosnien als Vasall wieder entlassen, sodass wir dem nächsten Krieg gegen Serbien halt zunächst die Provinzen zurückerobern und dann eben den Rest vielleicht auch noch. Dann hätten wir hier unten einen richtig starken Fortsatz sozusagen. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Kann Albanien jetzt mal vielleicht den Krieg verlieren hier? Was ist denn hier los? Die haben einen ultra starken Herrscher, 555. Venedig kriegt es irgendwie nicht auf die Reihe. Naja. Conquer Novi Sad oder Sadz. From Poland. Polen ist verbündet mit Dänemark, mehr auch nicht. Ah, okay, aber sie haben die Union über Litauen schon. Ne, wir wollen jetzt gerade nicht gegen Polen in den Krieg ziehen. Können wir sowieso nicht, da wir ja noch eine Regency haben. Und das auch noch 8 schöne Jahre lang. Okay, Papal Relations sind on top.
Das heißt, wir machen mal hier weiter mit Frankreich und mit Brandenburg. Die müssen wir den natürlich zurückziehen. Savoie ist nicht ganz so wichtig. Brandenburg als innerdeutscher Partner sozusagen. Also noch sind wir ja nicht Teil des Heiligen Römischen Reichs, aber das wird bald so sein, dass wir zumindest Provinzen halten. Und dann wächst der Hass der kleinen deutschen Staaten auf das Ungarische Reich sozusagen. Da-da, da-da. Nope. 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 Ich würde ja gerne Moravia erobern, aber wir haben ein Interregnum. Also einen Regenten. Und wir können keinen Krieg erklären, leider. So, mal eben Twitch kurz aktualisieren. Lalalala. Okay. Alright. Weiter geht's. In den letzten Tagen hatte ich immer große Probleme mit CPU. Das hat sich jetzt anscheinend gegeben. Okay, lose one stability oder lose 45 Dukaten. Ich glaube, das Geld, das brauchen wir nicht im Moment. Ah, ab 200 Dukaten kann man jetzt schon, kann man jetzt Festungen bauen. Serbien erklärt Bosnien den Krieg. Okay. Ja, dann lassen wir euch mal machen. Also wie gesagt, wenn sie ganz Bosnien erobern, dann ist es quasi an uns, Bosnien wieder zu befreien. Einfach nur ein Claim hier irgendwo fabrizieren. Eigentlich egal wo. Und ja, Bosnien wieder befreien. Die Polen werden sich hier das Kerngebiet von Brandenburg schnappen. Das heißt, es ist echt unwahrscheinlich, dass Brandenburg die Polen dann im Laufe der Zeit lieb hat. Und das spielt uns natürlich in die Karten. Wir wollen Brandenburg stärken, soweit es geht. Als wirklich starken, militärisch starken Partner im Heiligen Römischen Reich. Und sobald Frankreich seine Provinzen hier von England zurückerobert hat, werden sie Krieg gegen Burgund führen oder eben gegen das Reich. Es wird oder gegen Aragon möglicherweise. Und all das würde letztlich dazu führen, dass Österreich auf den Plan tritt. So, wir haben ein bisschen zu viel Kohle, und wir könnten eigentlich echt noch hier so ein Fort gebrauchen. Lass uns das einfach mal dahin bauen. Ey, Albanien, was machst du hier? Unglaublich. Janosch Hunyadi, 444. Fast so gut wie der Albanische. Okay, go. Aber nicht vor dem 1. Oktober bitte ankommen. Ah, okay, wir müssen noch ein paar Tage warten. Aber jetzt. Damit wir die Moral noch mal ein bisschen boosten können. Of course. 555. Nicht schlecht. Wir haben 4441. Aber das hat jetzt einen dicken Warscore gegeben. Venedig ist jetzt wieder vorne. Wir holen uns die Provinz hier zurück. Alles gut. Wir haben nur 2.000-3.000 Mann verloren. Keine größere Sache. Ungarn. Okay, dock up, mothball again. So, die Festung wird gebaut, sehr schön.
Hier in Zagreb. Oh, cool. Kostenloser Kardinal. Rival of our rival, Burgundy's opinion of Hungary. Allied to rival. 100. Da müssen wir schon Glück haben, dass das klappt. Was können wir noch machen? Protect against Poland. 28 Einheiten. Nope. Dann machen wir das doch mal hier. Burgund ein bisschen umarmen. Improve relations with Burgundy. Okay, der Krieg gegen Albanien dürfte bald vorbei sein. Können wir auch die Army Maintenance wieder runtersetzen. Da es eben sowieso keine albanischen Armee mehr gibt, kein Problem. Die Türken starten gegen Byzanz. Armes Byzanz. Schön, euch kennengelernt zu haben. Polen macht den Deutschen Orden Platz. Gegen den Deutschen Orden werden Livonischen Orden in Mecklenburg zusammen mit Litauen und der March und den Vasallen sollte für Polen kein größeres Problem sein. Okay, Albanien wurde von Venedig annektiert. Alles klar. Unser Nachfolger ist 9 Jährchen jung. Guck mal, wie das läuft mit Speed 5. Vielleicht klappt das ja. Alright, ich würde sagen, da jetzt sowieso gerade nicht viel passiert, beenden wir die erste Episode. Ich bedanke mich fürs Zugucken und würde sagen, bis zum nächsten Mal.